Oh nein, was kommt denn jetzt? Okay, die Brücke klang nicht sehr vertrauenswürdig. Muss nur mal anmerken. So, was haben wir hier? Wett. Wett. Darf ich das nochmal kurz anmerken, was ich vorhin schon gesagt hatte? Ich finde es gut, dass das Spiel auch so ein bisschen so ein kleines Tutorial oder Erklärung hat, was man tun muss. Finde ich natürlich super. Aha. Aha. Ich weiß zwar nicht, was ich jetzt getan habe, aber es war anscheinend richtig. Also das sieht zumindest danach aus. Sag mal, wer baut denn bitte solche Türen? Und bevor jetzt wieder alle schlecht reden und sagen, was, Mathematik? Nein, es war kein Mathematikrätsel. Ich hoffe, davon kommt keins mehr. Ich bin ja nicht gut in Mathematik. Ne? Bin froh, dass ich gerade mal 1 plus 1 rechnen kann. Ist 4, weiß ich. Entschuldigung. Nein, Schicksalsvertrauen. Naja. So, warte, mach mal eben hier die Fackel nochmal an. Ihhh, nein, bitte nicht, nein. Bitte tu mir das nicht an, nein. Keine Spinnen. Keine Spinnen, ich hasse Spinnen. Ich habe eine Phobie gegen Spinnen. Und gegen Schlangen. Und ja. Lalalala. Ich habe schon irgendwas krabbeln gehört. Oh, hör auf. Da stellen mich meine Armhaare schon nach oben. Da kommen wir, glaube ich, nicht lang, oder? Oder? Doch. Huch. Ich sehe nichts. Vor lauter Wasserfall. Was haben wir denn hier? Oh Gott. Okay, ich gehe mal hier lang. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich richtig gehe. Ich schaue einfach mal mich um. In der Hoffnung, dass wir... Hallo? In der Hoffnung, dass wir... Was? Wie drei? Dachte, bleib bei eins, was? Ach so. Kann auch sein, ja? Ah, guck mal hier. Oh Mist, ich dachte 1 plus 1 macht 3. Ja, stimmt, ja. Ich dachte 1 plus 1 ist 7. Ah, ja, gut. Aber so unterschiedlich rechnet jeder. So. Das Einzige, was mir bei dem Spiel so ein bisschen fehlt, ist Musik. Musik, wie ich jetzt Musik gesagt habe. Musik! Musik 1, 2, 3, 4. Ich wünsch mir eine kleine Miezekatze für mein Wochenendhaus. La 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 la. Oh so. Nee, das wird das Ganze ein bisschen untermalen. Was haben wir denn hier? Was? Alles kann dich ablenken. Und vertraue auf das Schicksal. Sieh über die, was, materiellen Welt hinaus. Oh Gott. Über das Materielle, über die materielle Welt hinaus und vertraue auf das Schicksal. Alles kann dich ablenken. Das könnte hinkommen. Nee, das war falsch. Okay, das in der Mitte. Ist das in der Mitte richtig dann, wenn er das so lässt? Alles kann dich ablenken und vertraue auf das Schicksal. Ja, ist falsch. Okay. Vertrau auf das Schicksal hatten wir unten schon, ne? Warte mal. Es muss ja theoretischerweise, weil das ist ja ziemlich mittig, also hier und Vertrau auf das Schicksal. Entweder ist das unten oder in der Mitte, das Vertrau auf das Schicksal. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es oben ist. Alles kann dich ablenken und... Ne, warte mal, alles kann dich ablenken. Siehe über das materielle, über die materielle Welt hinaus. Und vertraue auf das Schicksal. Das könnte doch. Haben wir das nicht gerade schon gehabt? Nee, ist richtig. Yay! PISA-Studie lässt grüßen, ja. So, das haben wir jetzt schon mal freigemacht. Sehr schön. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Flexi singt gleich Lieder von Fantasy. Ich glaube nicht.
Ich glaube nicht. Ich glaube, da muss ich, glaube ich, noch. Ich glaube, wenn ich da ein bisschen mehr trinke, ich glaube dann vielleicht. Aber ich kenne keine von denen. Das ist das Problem von Fantasy. Was haben wir denn hier Schönes? Was ist das denn? Ein Zahnrad. Aha. Ein Stab mit einem Zahnrad dran. Keine Ahnung, Dingsbums. Irgendwie sowas. So. Muss das jetzt hier hin? Ja, genau. Er baut das einfach mal eben da ein. Er hat kein Werkzeug dabei, aber es passt sofort. Natürlich. Was ist denn das? Ist es der Furz von Gregor Gysi? Ich weiß es nicht. Nein, du sollst. Na, was machst du denn da? Ich kann nicht noch mehr an die Kante. Ah, jetzt. Whee! So. Das haben wir. Adam to Basecamp. Adam to Basecamp. That black thing was behind me again. What does it want? How should I know? I bet it's not here for a hug. I have a bad feeling about this. But hurry up, Adam. I wouldn't want anything to. Well, you know. Evelyn out. Wie romantisch. Bros erstmal. Ja, Bros zusammen. So, schauen wir mal. So, Ah, guck mal hier. Daria ist ein bisschen gierig, was die Teile angeht. Kann das sein? Man kann nicht immer gewinnen. So. Oh nein, ich habe wieder so eine Tür. Oh Gott. Aber ich bin ja Profi da drin, ne? Haben wir ja gerade eindrucksvoll bewiesen. So. Wie war das gerade nochmal? Ich bin ja Profi. Alter, ich weiß überhaupt nicht, was ich hier tun soll. Wie dumm ist denn das? Hä? Vor allem, was sollen die römischen Zahlen da drauf? Ich verstehe es nicht. Und so wie das aussieht, kommen da noch ein paar Lösungswege. Ich verstehe es nicht, ganz ehrlich. Macht für mich überhaupt keinen Sinn. Hä? Es macht überhaupt gar keinen Sinn, was ich hier tue. Okay, die X'e sind raus, die alle auch. Einzige sind die Außen hier, der zum Beispiel links. Hä, oder muss es immer 10 ergeben? Ach, es muss immer 10 ergeben. Oh Gott. Um Jottes Willen. 7, so 10. Ja, jetzt geht der natürlich runter, ist klar. Warte mal. Hä, das ist doch keine 10. Hä? Das muss auch 10 ergeben. Warte mal, 5, 6, 7. 10. Ah, alles klar. Doch Mathe-Rätsel. Oh Gott. Huch, Entschuldigung. Und Brust zusammen. Boah, das ist voll warm hier drin gerade. So. Oh, ein Ladebildschirm. Es beruhigt mich sehr. Adams Wandschor. So, das sind Gleichungen. Jede Reihe senkrecht, waagerecht muss dasselbe Ergebnis ergeben. Klugscheißer. Entschuldigung, so. So. This is really making me nervous. Es
von dem verbotenen Apfel. Iss von der verbotenen Frucht. Wer ist denn das? Ist das, ach, ich glaube, ich weiß, wer das ist. Das ist bestimmt Eva, weil wir sind ja Adam, ne? Adam und Eva. War das nicht so? Guck mal hier, Guck mal hier, Adam, lecker Bosskorb. Ess mal. Evelyn, aber warum? It's amazing. I found this cave of crystals. Aber warum hat Adam und Eva damals gemacht? Hm? Den Apfel und so gegessen? Weiß ich auch nicht. Nee, falsch, weil es verboten war, ne? Und wir Menschen machen halt verbotene Dinge im Leben. Ist nun mal so. Oh, jetzt wäre ein bisschen philosophisch jetzt hier der Flex. Na? Oder hat der liebe Herr früher gesagt, immer, und jetzt raus aus den Anlagen und zieht euch was über. Ist ja verboten aus. Nein, natürlich nicht getan. So. Sondern wird sich, was wird das Licht des Lebens haben? Okay, das ist, glaube ich, ein Satz, der ziemlich unten hin muss. Ich glaube, das wird der letzte sein. Was haben wir noch hier? Ich bin das Licht. Wer mich, was, nachfolgt? Der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ja, kommt hin. So. Was? Und wo der Apfel aus dem Paradies? Was? Die Schlange hätt's ja schon in der Hand. Zum Schwingen, ja. Stimmt. So. Sven, du Schlingel, schreib doch nicht sowas. Ich bin fast vom Sofa gefallen, ja. Ich bin etwas verwirrt, was ich hier gleich tun muss, alles, weil es sieht ja alles. Oh, das ist schick. Okay, was ist denn da oben? Geh doch mal aus dem Bild. Krass. Was haben wir hier? Wo guckt der hin? Was ist? Oh Gott, ein Schieberätsel. Oh Gott. Ich habe Angst. Wir müssen es wahrscheinlich erstmal aktivieren, oder? Ah je. Das wird böse. Was haben wir denn hier? Ich kletter mal hier rauf. Warte. Was leuchtet denn hier so lila? Bin ich in der Blue All-Star Bar? Wie sich in meine Kurve legt. So, warte mal. Ich gehe mal hier rauf. Mal gucken. Ich denke mal, dass wir das irgendwie vielleicht erstmal aktiviere alle Lichter. Mhm. Ah, und hier ist zu. Dann geht wahrscheinlich hier oben die Tür auf. Ich muss jetzt erstmal gucken, was wir alles aktivieren müssen, vor allen Dingen. Vor allen Dingen wie? Wir können uns da auf jeden Fall lang schwingen. Weil schwingen dann Ding und so weiter, kennst du ja. Auf jeden Fall müssen wir alle Lichter aktivieren, das ist gut. Schon mal gut zu wissen, dass wir eine Aufgabe haben, sonst wüsste ich nicht, was ich tun sollte. Was? Ich bin 6 Tage länger Follower als Jerome, hätte ich nicht gedacht. Echt? Okay. Ja, guck mal an. So. Muss ich jetzt hier? Kann ich jetzt hier irgendwie... Ah, okay. Hui! Hui! Okay. Vielleicht hätte ich da jetzt irgendwo hingemusst. Das klappt also schon mal. Ich denke mal, das mit dem Schieben, das wird wahrscheinlich gleich erst kommen. Wir müssen wahrscheinlich irgendwie die Strahle kreuzen oder sowas. So. Wo muss ich denn jetzt hin? Ah, okay, doch da lang. Geronimo! Geronimo! Jetzt muss ich erstmal dahin schwingen, mich. Schwing dein Ding. So. Muss ich hier rauf vielleicht? Kann das sein? Warte mal. Schwing dich doch dahin. Hallo. Ist ja so schwer oder warum knackt das so? Sven, du musst sie, was, 221 Tage dazuziehen. Okay. Jetzt wird sie schon gestritten, wie lange man hier Follower ist. Hui! Hä, was muss ich denn hier machen? Ach, hier ist ein Schalter.
Warte. Was passiert denn jetzt? Rot. Aha, ja. Schön. Jetzt sag mal nicht, auf der anderen Seite war auch ein Schalter, den habe ich nicht gesehen. Bin ich so blind gewesen? Komme ich hier wieder rüber? Nein, natürlich nicht. War da drüben ein Schalter? Warte mal. Nein, ich habe doch 4 gedrückt, was? Ich wollte schon sagen. Also nochmal rüberschwingen. Er kann ja so gut schwingen mit seinem Seil. Boah, das klingt so falsch, ne? Ohne Scheiß. Das klingt so falsch, wenn ich das so sage. Und wir haben erstmal 19 Uhr. Wir haben noch keine 22 Uhr. Es tut mir leid. Alle unter 18 raus. Was war das denn? Was war das? Das ist doch ein Hohn. Dieses Spiel ist ein Hohn. Ich habe 4 gedrückt. So. Ich bin schon ewig verloren. Seit dem ersten LPLS. Ja. Wo? Oh, mein Gott. Ach komm, das ist doch jetzt lächerlich. Jetzt muss ich schon wieder hier lang. Nee, oder? Taste the apple. Taste the forbidden fruit. Yeah. Survival. So. Evelyn, it's amazing. Ja, jetzt hör doch auf zu telefonieren. So, jetzt muss ich das Rätsel wahrscheinlich auch nochmal lösen, ne? Wie war denn das nochmal? Warte mal. Ich bin das Licht, wer mich nachfolgt, der wird nicht wandern in die Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Hier, ah, sie, hier, mon amour. Lass mich mal schneiden, jede Figur in dem Busch. So. So. Also, müssen wir nochmal uns oben lang schwingen, um alle Lichter zu aktivieren. La 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 la. Also, nochmal von vorne. Also, hier schwingen. Schwing dein Ding. Dann dahin. Ich habe 4 gedrückt. So, also. Jetzt nochmal. Viereck habe ich. Viereck habe ich. So, jetzt muss ich kurz auspendeln lassen, den Typen hier. Mit seinem Seil. Na? Achtung, jetzt drücke ich gleich wieder Viereck. Da, Viereck habe ich. Tatsache, da ist ein Schalter, den habe ich vorhin vergessen. Ich gibt's doch gar nicht. So. Den habe ich total übersehen vorhin. So. Dann gucken wir mal. Also. Blau haben wir aktiviert. Jetzt müssen wir noch rot. Da brauchen wir nur noch rüberrutschen. Über das Seil. Also hier rüber. Hui. So. Hier nochmal hin. Den Schalter aktivieren. Dann aktivieren wir ja quasi rot damit. Ne? War doch so. Genau. Und jetzt wird wahrscheinlich ein Strahl da rauskommen. Er hat Strahl gesagt. Ja, ist doch gut. Jetzt beruhig dich mal. Nein, mach ich nicht. Psst. So. War es das schon? Ja, das war so klar. So, wie komme ich jetzt hier runter? Ach, hier. Hui. Da fehlt jetzt der Sound. Ich weiß nicht, warum. So, wir müssen jetzt irgendwie das Licht leiten. Ich bin da sehr gespannt, wie. Aha. Oh, wie spannend. Wie spannend. Wenn ich jetzt da durchlaufe, geht das Tor wieder zu, oder was? Ach, juckt das Tor einfach mal gar nicht. Ist egal.